im vergangenen November verübten Islamisten an 8 verschiedenen Stellen in Paris Terroranschläge mit mehr als 130 Toten und 300 Verletzten. Und am 22. März dieses Jahres verloren bei Selbstmordattentaten in Brüssel 35 Menschen ihr Leben, 300 wurden zum Teil schwer verletzt. Getroffen wurden mit diesen sinnlosen und menschenverachtenden Attentaten wir alle. Und wir alle fühlen uns solidarisch mit den Opfern der Morde und ihren Angehörigen. Wir trauern mit denen, die Vater, Mutter, Freund, Geschwister verloren haben. Aber gleichzeitig wollen wir am heutigen Europatag ein Zeichen setzen. Krieg, Terror und Gewalt dürfen nicht das letzte Wort behalten. Gemeinsam sind wir aufgefordert, für Menschlichkeit einzustehen und die Werte zu verteidigen, die uns einen und die uns wichtig sind. So wollen wir heute mit unseren Freunden aus Ramat Gan, aus Westeros und Jaroslawl mit der internationalsten Sprache, die es gibt, der Musik ein Zeichen setzen, ein Zeichen für Menschlichkeit, für Frieden und gegen Gewalt und Terror. Und ich danke allen Künstlerinnen und Künstlern hier und in unseren Partnerstädten dafür, dass sie dieses wunderbare Projekt realisiert haben. Musizieren für den Frieden, es kann keinen besseren Anlass geben. Vielen Dank, Spasiba, Tusen Tak und Shalom.